Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Mittwoch. Neues und Interessantes aus der Westlausitz. Hallo und willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit aus der Westlausitz am Mittwoch. Heute haben wir wieder alles Wissenswerte der letzten 7 Tage aus der Region um Bischofswerda, Haselbachtal und Kamenz für Sie zusammengefasst. Die Verkehrsführung in Schiebock, besonders um den Marktplatz herum, soll verändert werden. Die neuen Pläne hierzu wurden im Rathaus bereits beschlossen. Der Stadtrat von Bischofswerda hat in einer seiner jüngsten Sitzungen den städtischen Verkehrsentwicklungsplan beschlossen. Dieser enthält eine Reihe von Maßnahmen, die zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit und zu einem besseren Verkehrsfluss beitragen sollen. Dazu zählt unter anderem die Einführung von Tempo 30 an der Bautzener und der Munschigstraße. Hinsichtlich der Karl-Liebknecht-Straße wird vorgeschlagen, diese beidseitig befahrbar zu machen, um eine Alternative für die Befahrung des Altmarktes zu schaffen. Letzterer soll nach den Vorstellungen der Planautoren an 2 Stellen für den Durchfahrtverkehr gesperrt werden, an der Bautzener Straße und an der Hermannstraße. Dadurch soll die Funktion des Marktes als gute Stube der Stadt gestärkt werden. Einen Problemfall vor allem für den Radverkehr stellen die Bahnunterführungen im Süden von Bischofswerda dar. Hier wäre eine Einbahnstraßenregelung für Neustädter und Süßmilchstraße denkbar. Voraussichtlich noch bis Ende August müssen die Autofahrer an der Baustelle auf der Kamenzer Straße in Pulsnitz noch Geduld haben, informierte Sachsennetze auf Nachfrage der Lausitzwelle. Dann seien die Arbeiten beendet und die Straße wieder befahrbar. Die gesamte Baumaßnahme zur Erneuerung der Gasleitungen hatte im August 2022 begonnen. Die Kosten für die Neuverlegung der Niederdruckleitung auf einer Länge von 1,5 Kilometern belaufen sich auf 400.000 Euro. Der Kunstbus Oberlausitz rollt wieder. In knapp einem Monat macht er an insgesamt 6 Stationen Halt. Ganz groß stehen dabei an 2 Tagen wieder die Künstler in der Lausitz im Fokus. Das Konzept ist dabei so simpel wie genial. Von Station zu Station fahren regelmäßig die sogenannten Kunstbusse, welche die Besucher ohne Zwischenstopp zu den Orten bringen. Dabei sind diesmal unter anderem das Schloss Neschwitz, die Galerie Budissin in Bautzen und auch die Schwesternhäuser in Kleinwelka. Hier tauchen Besucher am 19. und 20. August in die über 200 Jahre alte Geschichte des einmaligen Gebäudekomplexes ein. Auch das Elektroporzellanmuseum Margaretenhütte öffnet seine Pforten. Hier geht es elektrisiert um die spannende Entwicklung der Stromerzeugung und der Isolatoren. Von jeder der 6 Stationen des Kunstbus kann man zusteigen. Der Hauptdreh- und Angelpunkt wird aber voraussichtlich das Haus der 1000 Teiche in Warta sein. Hier wurde das gesamte Projekt unter anderem von Organisatorin Sarah Kinski von der Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz kürzlich vorgestellt. Es ist der mittlerweile 9. Kunstbus Oberlausitz. Ziel des in der Region einmaligen Projektes ist es, Künstler und Kulturstätten in der Oberlausitz hervorzuheben und zu verbinden. Nur so kann jeder die unterschiedlichsten Kulturhotspots und die Menschen dahinter an 2 Tagen erleben. Eine Übersicht zu allen Ausstellungen und Haltestellen des Kunstbus zwischen Bautzen und Hoyerswerda ist auf kunstbus-ol.de zu finden. Sommerfit lautet der Titel der Jugendaktion in den Sommerferien eines Fitnessstudios in Kamenz. Bereits im Kindes- und Jugendalter ist körperliche Aktivität unersetzlich, wird jedoch heutzutage immer mehr vernachlässigt. Mit der Aktion will das Kamenzer Studio ein Zeichen setzen und den Fokus auf die Gesundheit und Fitness der Jugendlichen legen. Das Anliegen sei es, Lifestyle-Krankheiten wie Diabetes, Depressionen oder Fettleibigkeit bei Kindern und Jugendlichen den Kampf anzusagen und wichtiges Grundwissen zu vermitteln, wie man Körper und Geist bestmöglich trainiert, so Jörg Pieler, Marketingleiter des MyGym Prime in Kamenz.
Die Aktion beinhaltet kostenloses Training für alle Jugendlichen im Alter von 14 bis 18 Jahren in den Sommerferien noch bis zum 31. August. Dabei gibt es keine Bindung auf die Mitgliedschaft, sie endet automatisch am Ende der Aktion, so das Studio weiter. Am 1. August endet die Bewerbungsfrist, um den Medienpädagogischen Preis der Sächsischen Landesmedienanstalt SLM und des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus in diesem Jahr. Kitas, Schulen, außerschulischen Einrichtungen und Weiterbildungseinrichtungen der Erwachsenenbildung sowie Einzelpersonen und Gruppen in Sachsen sind aufgefordert, sich mit einem Medienprojekt oder medialen Bildungsangebot in einer der 4 ausgeschriebenen Kategorien zu bewerben. Insgesamt werden 16.000 Euro an Preisgeldern bereitgestellt. Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Interessierte im Netz auf slm-online.de. Die Gemeinde Neukirch-Lausitz sucht Menschen, die das Ganztagesangebot Töpfern betreuen. Ab September trifft sich die Gruppe wöchentlich einmal am Dienstag oder Mittwoch von 13.30 Uhr bis 15 Uhr. 8 bis 10 Grundschüler im Alter von 8 bis 10 Jahren spricht das Angebot an. Gute Töpferkenntnisse, kreative Ideen für kleine Werkstätte sowie Freude an der Arbeit mit Grundschülern sind hierfür Voraussetzungen. Ein Töpferzimmer mit Werkzeugen und Brennofen ist vorhanden. Ton sowie weitere Materialien können bestellt werden. Interessierte können sich telefonisch oder per Mail bei der Lessing-Grundschule melden. Am kommenden Montag lädt die Stadtbibliothek Bischofswerda wieder zu Geschichten für Kids ein. Ab 16 Uhr freut sich Lesepate Jürgen Knospe wieder auf neugierige Zuhörer in den Räumen der Bibliothek auf der Dresdner Straße 1. Bei der einzigen Lesung während der Sommerferien ist der Drache mit den veilchenblauen Augen von Gerd Prokop zu hören. Weitere Lesungen von Jürgen Knospe sind auf dem YouTube-Kanal der Stadt Bischofswerda zu finden. Kennen Sie das Gefühl, wenn Ihnen alles schwerfällt? Dann nehmen Sie doch Knobi Vital, den Knoblauchtrunk für einen gesunden Blutdruck und zur ganzheitlichen Stärkung des Immunsystems. Jetzt neu mit Rote Beete und schwarzer Johannisbeere. Naturkompetenz mit dem Dreifachplus durch das darin enthaltene Kalium, Eisen und Vitamin C. Genießen Sie für einen gesunden Blutdruck auch die anderen Knobi Vital-Sorten. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Knobi, Knobi, und du bleibst vital! Das Fliegen ist der vielleicht älteste Traum der Menschheit. Und auch bei uns in der Lausitz gibt es einige Orte, an denen man diesem Hobby nachgehen kann. 3 neue Investoren sehen das traditionsreiche Flugplatzgelände in Kamenz als ideal, um sich künftig hier mit ihren Unternehmungen niederzulassen. Der Flugplatz Kamenz blickt auf eine mehr als 100 Jahre alte Geschichte zurück. Vor genau 100 Jahren, also 1923, erwarb die Stadt Kamenz den größten Teil des damals bereits existierenden Flugplatzgeländes. Heute lenkt sie zusammen mit dem Landkreis Bautzen als Gesellschafterin der Flugplatz Kamenz GmbH noch immer die Geschicke des Start- und Landeplatzes. Entsprechend freut sich auch der Kamenzer Oberbürgermeister Roland Danz, wenn sich auf dem Areal im Norden der Stadt etwas bewegt und Neues entstehen kann. Am vergangenen Montag war es wieder einmal soweit. Und da stehen wir heute an dem Punkt, wo es um den ersten Bauabschnitt der inneren Erschließung des Verkehrslandeplatzes geht, mit dem Ziel, dass also hier etwa 6 Flächen erschlossen werden, die zum Teil für Hangarierung, um es einfach zu sagen, für Flugzeuggaragen genutzt werden, aber im Wesentlichen auch für 2 Unternehmen als echter Wirtschaftsstandort. Dabei geht es um die JMB Aircraft GmbH, die Ultraleichtflugzeuge baut und vertreibt, und um die Flugschule Born to Fly, die ihren Firmensitz von Großenhain nach Kamenz verlegt. Die jetzt begonnene Baumaßnahme stellt allerdings nur den ersten Abschnitt eines viel größeren Gesamtvorhabens dar. Dazu Roland Danz. Es werden hier in diesem Abschnitt 70.000 Quadratmeter Gewerbe- und Logistikfläche entstehen. Die Baugenehmigungen sind in einer wirklich, also beinahe atemberaubenden Geschwindigkeit erteilt worden. Es ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Genehmigungsbehörden, dem Landkreis und der Stadt, sodass wir davon ausgehen können, wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland in der Hinsicht stabil bleiben, dass wir das in den nächsten 2-3 Jahren hier am Standort des Verkehrslandeplatzes erleben.
Die Fläche wurde bereits von einem Projektentwickler aus Berlin erworben, der sich auch in Eigenregie um die Erschließung kümmern will, was eher ungewöhnlich ist. Der Kamenzer Oberbürgermeister ordnet dies politisch ein. Es ist doch ein wichtiges Zeichen, dass wir mit all den Unwägbarkeiten, die sich zum Teil am Horizont zeigen, dass wir vom Grunde her auch dieses Signal aussenden, dass es in der Hinsicht in unserer Region, die einem Strukturwandel unterliegt, weitergeht. Es geht hier darum, dass wir die Voraussetzungen schaffen, dass neue Unternehmen, Arbeitsplätze geschaffen werden, dass Sicherheit entsteht und dass wir mit in diesem Sinne etwas gegen, ich sag's mal, den allgemeinen demografischen Trend in der Oberlausitz tun können. Der Kamenzer Flugplatz, er bleibt ein Leuchtturm für die wirtschaftliche Entwicklung der Oberlausitz. Der Bürgerservice der Kamenzer Stadtverwaltung bleibt für den Zeitraum vom Freitag, dem 28. Juli bis zum Freitag, dem 4. August geschlossen. Das betrifft die Bereiche Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen, Gewerbewesen und Gaststättenwesen. Grund für die Schließung sei eine Softwareumstellung. Die Stadt bittet zeitlich drängende Anfragen und Anliegen, besonders beim Pass- und Ausweiswesen, im Vorfeld des notwendigen Schließungszeitraums zu stellen. Auch eine Terminbuchung für den Schließungszeitraum über das Portal www.terminland.de/bürgerservice.kamenz ist nicht möglich. Die Gutsteiche im Burkauer Ortsteil Pannewitz sollen gesichert und renaturiert werden. Laut der entsprechenden Ausschreibung des Landratsamtes Bautzen stellt dieser eine Kompensation für den geplanten Ausbau der Uister Straße dar. Demnach sollen die Gutsteiche nach dem Abschluss der Maßnahme weiter für die Fischwirtschaft nutzbar sein. Da sich die Teiche in Privatbesitz befinden, musste zuvor eine entsprechende Vereinbarung mit dem Eigentümer abgeschlossen werden. Die Teichgruppe Gutsteiche besteht aus drei hintereinander liegenden Gewässern im Quellbereich des Pannewitzer Wassers. Hauptsächlich sollen sie von Sedimenten befreit werden. Der Gesamtabschluss ist für Dezember 2024 vorgesehen. Ortschronistin Helga Jenichen aus Grevenhain erhielt den Ehrenamtspreis des Monats Juli. Ihr Interesse für die Heimatgeschichte des kleinen Ortsteils von Königsbrück war schon immer groß. Seit 2004 führte sie die Aufzeichnung der Chronik mit viel Leidenschaft weiter, heißt es aus dem Landratsamt. Nach 18 Jahren intensiver Arbeit gab Helga Jenichen letztes Jahr aus Altersgründen die Führung der Ortschronik von Grevenhain an Doreen Papritz weiter. Natürlich Lausitz. Die Kornblume, auch Ziane genannt, gehört zur Familie der Korbblütler. Die einjährige krautige Pflanze wächst bis zu einem Meter hoch. Ihre sprichwörtlich leuchtende, kornblumenblaue Farbe verdankt sie ihren Blütenblättern, die unter der UV-Strahlung des Sonnenlichts fluoreszieren und so schon von weitem auffallen. Ihr gehäuftes Auftreten innerhalb oder am Rande von Getreidefeldern hat ihr bereits im Mittelalter den Namen Kornblume eingebracht und sollte wohl darauf hindeuten, dass es sich um ein Getreideunkraut handelt. Allerdings gehört die Kornblume nicht zu den ursprünglich in Mitteleuropa beheimateten Pflanzen. Bereits aus der jüngeren Steinzeit um 7500 v. Chr. Stammende Vorkommen von Kornblumen konnten nachgewiesen werden. Ursprünglich stammt die Pflanze wohl aus dem östlichen Mittelmeergebiet und ist vermutlich mit Saatgut von dort aus eingeführt worden. Seitdem der Mensch Ackerbau betreibt, ist die Kornblume eine ständige Begleiterin von Getreidefeldern. Die lange Blütezeit erstreckt sich dabei von Mai bis in den Oktober hinein. Auf Brachflächen und Wegerändern sowie auf Getreidefeldern ist die Kornblume sehr häufig auch in Gesellschaft mit dem purpurrot blühenden Klatschmohn anzutreffen. So ist leicht zu schlussfolgern, dass diese Art Zweckgemeinschaft dem Anlocken von Insekten dienen soll. Während der Klatschmohn dabei eher bedeutungslos ist, kommt der Kornblume durchaus ein gewisser Stellenwert in der Imkerei zu. Aufgrund des mit 34% recht hohen Zuckergehalts ihres Nektars ist sie eine von Imkern geschätzte sogenannte Nebentracht. Erstmals wissenschaftlich erfasst und beschrieben wurde die Kornblume bereits 1753 durch den Botaniker Carl von Linné. Lange Zeit war sie jedoch durch Überdüngung der Felder auch in der Lausitz eher selten geworden. Zudem hat sie die Unkrautbekämpfung mit Herbiziden weitgehend von den Feldern verdrängt. Mittlerweile ist sie zurückgekehrt und wirkt quasi als Bioindikator, der anzeigt, wie stark die Felder in den vergangenen Jahren gedüngt wurden.
Verwendung fand die Kornblume in früheren Zeiten auch bei der Herstellung von Arznei. Heutzutage sind ihre Blüten allenfalls noch in Teemischungen als sogenannte Zierdroge zu finden. Auch in Kosmetikartikeln finden sie kaum noch Anwendung. Liebe Zuschauer, das war die Regionalzeit am Mittwoch. Morgen schauen wir dann auf die Infos und Geschichten aus dem Landkreis Görlitz für Sie. Nach der Drehscheibe Lausitz hier in Ihrem Lausitzwelle Fernsehen. Tschüss! Sie suchen nach einer neuen Herausforderung, wollten schon immer im Radio oder Fernsehen arbeiten und haben dazu noch Verkaufstalent? Dann werden Sie als Mediaberater Teil des Lausitzweller Radio- und TV-Teams. Senden Sie Ihre Bewerbung einfach per E-Mail an kontakt@lausitzwelle.de oder per Post an die SGS Rundfunkgesellschaft MbH, Schulstraße 15 in 02977 Hoyerswerda. Weitere Informationen finden Sie unter www.lausitzwelle.de. Wir freuen uns auf Sie! Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.